Hallo Tayo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Garni, der Superstar! Garni arbeitet fleißig und ist freundlich zu seinen Fahrgästen. Hallo alle zusammen! Guten Morgen! Hallo Garni! Oh je! Seien Sie vorsichtig und steigen Sie langsam ein. Oh? Entschuldigung? Hm? Sie sind angekommen. Sie müssen aussteigen. Hoppla! Danke wie immer, Garni. Ohne dich wäre ich zu spät gekommen. Gern geschehen. Wir fahren weiter. Warte! Oh. Nimm mich mit! Keine Eile. Ich warte. Danke, Garni. Keine Ursache. Oh. Garni ist immer so nett zu mir. Natürlich, das stimmt. Oh, oh. Der weltberühmte Actionstar Reo besucht heute die Stadt. Oh. Reo kommt? Wow. Reo möchte heute Nachmittag das Rathaus besuchen. Oh. Shine, sieh mal, da drüben. Huh? Wow, oh. Es ist wirklich Reo. Oh. Er ist so cool. Oh. Wow. Seht mal, wer beliebt ist. Wow. Wow. Ja. Mir ist ein bisschen schlecht. Ist das wegen dem Motoröl von heute Morgen? Was? Was ist los? Was ist los, Reo? Mein Motor ist ausgefallen. Tu doch etwas. Was kann ich tun? Das funktioniert nicht. Oh. Oh nein, der Zug kommt. Hilfe! Was ist das für ein Geräusch? Was? Oh nein! Warte mal! Halt dich fest! Okay. Eins, zwei. Wann kommt Reo denn? Kommt Reo wirklich? Wann kommt denn Reo? Oh, da kommt er ja. Warum wirst du von einem Bus abgeschleppt? Was ist passiert? Also, ich wurde heute am Bahnübergang fast von einem Zug überfahren. Aber im Moment der beinahe Krise hat mir der mutige kleine Bus Garni dort das Leben gerettet. Oh. 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 Ist das wahr? Also, ja, aber... Oh. Einen heftigen Applaus für den mutigen Bus Garni. Garni, 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 Garni. Garni hat dem Superstar Reo das Leben gerettet. Der Superstar Reo lobte Garni als den mutigsten Bus der Welt. Garni wird mit dem Orden des mutigen Autos ausgezeichnet. Die Popularität von Garni, dem mutigen Bus, nimmt immer mehr zu. Oh. Wow! Garni, du bist großartig! Ich bin stolz, dich als meinen Freund zu haben! Das war doch gar nichts. Garni? Wow! Ist das Reo? Reo ist in unserem Depot! Ich bin ein großer Fan! Reo? Was machst du denn hier? Oh, ich habe ein Angebot für einen TV-Werbespot erhalten und wir spielen beide eine Hauptrolle. Was? Ich? Das ist toll, Garni! Ja! Ich möchte dir jemand Besonderen vorstellen. Oh. Guten Tag, mein Name ist Cheek. Ich bin von jetzt an Garnis Manager. Oh, was? Ein Manager? Natürlich. Garni ist kein gewöhnlicher Bus mehr. Du bist populär geworden und brauchst ein gutes Management. Wow! Ein Manager! Garni ist hier, ein Superstar! Garni, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Oh, okay. Ein neuer und großer Tag beginnt heute für den berühmten Garni. Oh! Danke. Danke, Garni. Okay, der Nächste, bitte. Hm?
Rio, der kleine Bus. Hallo. Hallo. Oh, Garni, du klingst müde. Ja, wirklich. Oh, mein Rücken. Oh, können Sie sich beeilen? Garni ist sehr beschäftigt. Es tut mir wirklich leid. Garni! Fahren wir, Garni? Okay. Was? Oh, er ist losgefahren. Oh. Oh. Hm? Oh. Oh. Was? Ich habe meine Haltestelle verpasst. So müde. Ich glaube, ich habe es auf der Arbeit vermasselt, weil ich zu müde bin. Ich sollte das nicht tun. Was machst du denn hier? Ich möchte dir ein besonderes Angebot machen. Ein besonderes Angebot? Garni, möchtest du ein Actionstar werden, genau wie ich? Wow, das ist ja toll! Mit deinem Mut, der mich gerettet hat, und deiner Popularität wirst du großartig sein. Aber was ist mit meinem Job als Bus? Du musst natürlich aufhören. Oh. Du reist um die ganze Welt, wenn du ein Actionstar wirst. Und du wirst mit mir in einem luxuriösen Haus wohnen. Was? Heißt das, dass er das Depot verlassen muss? Du machst es also. Was? Wir halten morgen früh eine Pressekonferenz ab, also bereite deine Rede vor. Hannah, was soll ich nur tun? Das ist eine außergewöhnliche Gelegenheit. Garni, verlässt du uns wirklich, um mit Rio zu arbeiten? Es ist traurig, sich zu trennen. Aber das ist eine einmalige Chance für Garni. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Garni! Es ist eine tolle Gelegenheit, aber... Garni! 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 Aber ich muss aufhören zu arbeiten und das Depot verlassen. Hallo? Hallo, Garni. Garni, fahren wir zur Waschanlage. Okay. Was soll ich nur machen? Garni! Warum bist du so spät noch unterwegs? Ich habe zu lange mit meinem Freund gespielt. Garni, kannst du mich nach Hause fahren? Oh, aber meine Schicht ist schon vorbei. Du kannst nicht? Meine Mama wartet. Dann mache ich es. Aber nur dieses eine Mal. Wow, danke, Garni. Übrigens, Garni, bist du krank? Nein. Warum fragst du mich denn? Die Leute haben sich Sorgen gemacht. Du bist sehr still und hast ein ausdrucksloses Gesicht. Ich verstehe. Danke für deine Besorgnis. Ach, Kopf hoch, Garni. Du bist immerhin mein Lieblingsbus. Ich liebe es, mit dir jeden Tag mitzufahren. Wir sind da. Juhu! Vielen Dank für deine Hilfe, Garni. Nein, ich sollte dir danken. Hä? Wofür denn? Bis bald. Am folgenden Tag beginnt die Pressekonferenz im Busdepot. Alles klar. Du bist startklar. Garni, können wir anfangen, wenn du soweit bist? Okay. Test, Test. Die Pressekonferenz beginnt. Wow. Garni? Meine erste Frage an dich. Garni geht jetzt also mit Reo auf Tour, um ein Actionstar zu werden. Wie findest du das? Zuerst möchte ich mich bei Reo dafür bedanken, dass er mir so eine tolle Gelegenheit gegeben hat. Natürlich. Aber ich verlasse dieses Depot nicht. Ja, ja. Was? Oh? Garni, wovon redest du? Entschuldigung, Garni hat das bestimmt aus Versehen gesagt. Nein, habe ich nicht. Ich bin am glücklichsten, wenn ich nur ein gewöhnlicher Bus bin. Meine Fahrgäste sicher ans Ziel bringen, nach der Arbeit mit meinen Freunden spielen. Ich will einfach nur ein normaler, kleiner Bus sein. Was? Was ist los? Rio, möchtest du etwas dazu sagen? Oh nein. Alle miteinander, wir schließen die heutige Pressekonferenz ab. Garni, warum hast du das getan? Das ist eine große Chance für dich.
Das stimmt. Du kannst später immer noch wieder ein Bus sein. Es tut mir leid, aber ich habe mich bereits entschieden. Gani! Ich bin so froh, dass du hier bleibst. Ich wäre sehr traurig gewesen, wenn du uns verlassen hättest. Ich bin so froh, dass du bleibst. Ich werde immer auf dich zählen. Ich auch. Oh, wie lieb. Danke euch allen. Chic, fahren wir. Es ist besser für Garni, wenn er hier bleibt. Oh, aber... Sieh dir sein glückliches Lächeln an. Ich bin glücklich, solange er glücklich ist. Garni, wir werden doch immer zusammen... Garni hat das Superstar-Sein aufgegeben und sich für seine Freunde entschieden. Garni, der Lehrer. Hana und die kleinen Busse unterhalten sich im Busdepot. Lehrer für einen Tag? Ja, er wird die Kindergartenklasse für einen Tag unterrichten. Ich sollte es machen, kann aber wegen meiner Arbeit nicht. Also muss es einer von euch stattdessen übernehmen. Was müssen wir da tun? Ihr werdet andere Fahrzeuge treffen und ihnen eure täglichen Aufgaben erklären. Da wir alle Busse sind, müsst ihr ihnen unseren Arbeitsablauf zeigen. Wow, das klingt ja toll! Ich will das gern machen! Ich sollte es machen, weil ich sowas gut kann. Nein! Ihr könnt beide nicht, weil ihr arbeiten müsst. Ihr könnt nicht bei der Arbeit fehlen. Oh, Garni, wie wäre es mit dir? Du hast morgen frei, oder? Oh? Ja, aber ich habe nicht genug Selbstvertrauen. Du machst das sicher toll, Garni. Du arbeitest immer hart. Ja, ich komme mit, also mach dir keine Sorgen. Dann überlasse ich es dir, Garni. Du schaffst das schon, Garni. Versuch es einfach. Okay, ich werde es versuchen. Toll! Danke, Garni. Garni bekam die Aufgabe, C2s Lehrerstelle für einen Tag zu übernehmen. Am nächsten Morgen versammelten sich verschiedene Fahrzeuge als Tageslehrer. Wir alle sind da. Und du wirst das toll machen. Ja. Die anderen Autos, die sind so prächtig. Entspann dich. Verhalte dich normal und sei du selbst. Okay. Ha! Juhu! Oh, passt auf, wo ihr hintretet. Okay. Schau mal, ein Feuerwehrauto. Und ein Polizeiauto. Oh, toll. Kinder, diese Servicefahrzeuge werden heute unsere Lehrer sein. Sagt mal alle Hallo. Hallo. Oh. Hallo, Kinder. Wir werden uns gut verstehen. Ich komme wieder, wenn der Unterricht vorbei ist. Okay, tschüss. Sollen wir mit dem Unterricht beginnen? Ja! Die Schwerlastwagen, Poco und Max, übernehmen die erste Stunde. Hallo, Schüler. Wir sind Schwerlastwagen. Wir bauen Gebäude. Die sind so groß. Wir zeigen euch unseren Job. Poco, bist du bereit? Fangen wir an. Los geht's. So schnell! Du bist dran, Max. Ja. Ja. Wow, er hat die ganze Erde mit einem Schwung bewegt. Du bist echt stark. Wir sind ziemlich stark, nicht wahr? Erstaunlich. Ob ich das wohl auch so gut machen kann wie sie? Jetzt gibt es die zweite Stunde mit Pat und Rookie. Hallo alle zusammen. Wisst ihr, was unsere Aufgabe ist? Ihr fangt Bösewichte. Du hast unser Haus für uns gefunden. Ihr habt recht. Wir helfen allen Fahrzeugen bei der Einhaltung der Verkehrsregeln, um Unfälle zu vermeiden. Seid ihr bereit? Hey, Speed! Ja. Das ist ein Verstoß. Fahren wir los, Pat. Oh? Hey, rotes Auto, halte sofort an! Oh nein, es ist die Polizei! An einer roten Ampel musst du anhalten. Es ist gefährlich, weiterzufahren. Tut mir leid. Der Polizist hat den Bösewicht erwischt. Oh, der Polizist ist so toll. Oh, warum muss ich die Rolle des Bösewichts spielen? Danken wir Speed mit Applaus für die Vorführung. Ja! Haha, da
Das war doch gar nichts. Sogar Pat und Rookie haben einen tollen Job gemacht. Jetzt sind Frank und Alice dran. Ich frage mich, was sie vorführen werden. Keine Sorge, Kids. Und hier. Wow! Das war toll! Wir haben hier einen Notfallpatienten. Wir brauchen einen Krankenwagen. Hier komme ich ins Spiel. Bringen Sie die Patientin rein. Okay. Sie ist angeschnallt, alles. Okay, dann fahre ich jetzt. Schon okay. Mir geht's gut. Alles, der Krankenwagen hier bringt Kranke und Verletzte ins Krankenhaus. Juhu! Ja, das ist sehr lieb. Garni, wie war mein Schauspiel? Das war fantastisch. Hä? Was ist los? Bist du krank? Nein, ich mache mir nur Sorgen. Worüber? Mein Job ist ja gar nicht so wichtig. Und nicht so interessant wie die anderen Autos. Die Kinder werden bestimmt enttäuscht sein. Garni, glaubst du das wirklich? Oh? Also, ich glaube, alles, was jeder von uns tut, ist notwendig. Von Feuerwehrautos, Schwerlastwagen, Polizeiautos. Einschließlich dir, Garni. Wir sind alle gleich und von gleicher Bedeutung. Du beeindruckst mich immer. Du arbeitest so hart an allem. Danke, Hannah. Also Kopf hoch und los geht's. Ich glaube an dich, 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 Garni. Hä? Lachen ist immer gut. Okay, ich fühle mich motiviert und ermutigt. Und das habe ich dir zu verdanken. Ja, viel Glück, Garni. Der kleine Bus. Kinder, Garni wird euch zeigen, wie Busse ihren Lebensunterhalt verdienen. Also passt gut auf. Okay. Garni, bist du bereit? Ja. Genau so. Perfekt. Willkommen. Hallo, kleiner Bus. Ich muss an der nächsten Station aussteigen. Okay. Dann fahren wir jetzt los. Hä? Was? Was ist denn so besonders in der nächsten Station? Busse machen keinen Spaß. So langweilig. Oh nein, was ist los? Die Kinder sind enttäuscht. Hä? Garni? Das war doch die Haltestelle. Oh je. Was mache ich jetzt bloß? Ich muss rückwärts fahren. Garni, es ist gefährlich, rückwärts zu fahren. Alles in Ordnung, Hannah? Mir geht's gut. Kannst du die Tür öffnen? Ja. Oh nein, hier stimmt was nicht. Warum ist er so langweilig? Das sieht doch gar nicht so schwer aus. Wann geht's denn endlich los? Wir warten schon so lange. Oh, Garni. Oh, nein. Was sollen wir tun? Was ist das? Kinder! Oh, nein. Die Kleinen werden ja ganz nass. Oh, und jetzt? Also, ich glaube, alles, was jeder von uns tut, ist notwendig. Darum geht's. Das ist gar nicht gut. Hi, Hannah. Ja? Ich kann die Kinder zum Kindergarten fahren. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist so kalt. Schnell, bevor ihr nass werdet. Oh, hallo, Garni. Kinder, steigt ein. Okay. Okay. Ich bringe euch zurück zum Kindergarten. Danke, Garni.
Los geht's, Garni. Festhalten, wir fahren jetzt los. Bis bald, Garni. Tschüss. Es regnet so stark, ich kann kaum etwas sehen. Ah! Ich hab Angst! Oh? Hab keine Angst, ich mache das Licht an. Da! Hab keine Angst, wir sind ganz bald da, Kinder. Glücklicherweise ließ der Regen nach. Wir sind da! Juhu! Danke, Garni. Du bist bestimmt müde. Oh nein, schon okay. So etwas mache ich am besten. Garni! Oh? Vielen Dank. Ich denke, ein Bus zu sein ist das Beste. Ja, ich auch! Vielen Dank. Oh, seht mal, ein Regenbogen. Oh. Wow, der Regenbogen ist so schön. Wow. Hey, Hannah. Huh? Huh? Weißt du, ich bin so froh, dass ich ein Bus bin. Wirklich? Der Regenbogen ist so bunt. Nachdem er einen Tag lang Lehrer war, war Garni sehr stolz darauf, ein Bus zu sein. Hannah und Garni. Ein neuer Tag im Busdepot. Was ist das für ein Geräusch? Garni wacht als Erster auf. Raus aus den Federn, kleine Busse. Ihr müsst aufstehen. Oh. Wow. Garni. Wow, du bist früh wach. Guten Morgen, Garni. Wo hast du hingesehen? Oh, ich wollte nur wissen, was das war. Oh, hast du das noch nie gesehen? Diese Uhr weckt uns jeden Tag. Ah, verstehe. Für Rogi funktioniert sie scheinbar nicht. Worüber habt ihr geredet? Nichts weiter. Das wird aber etwas dauern. Ist das okay? Okay. Hallo, Hannah! ihr seid da. Guten Morgen wünsche ich euch. Wir wollten vor der Arbeit nur schnell Hallo sagen. Fahrt alle schön vorsichtig. Hab einen schönen Tag, okay, Hannah. Warte auf mich, Tayo. Bis später, Hannah. Tschüss, Lani. Oh, Garni? Huh? Fährst du nicht zur Arbeit? Ich darf noch nicht. Oh, du musst erst das Training machen, oder? Aha. Sito sagte aber, ich soll hier auf das heutige Training warten. Ah, verstehe. Hannah, beeilst du dich bitte? Ja, ich komm gleich. Wir sprechen uns später, Garni. Ich muss wieder zurück zur Arbeit. Okay. Sito wird mir jeden Moment da sein. Bist du okay? Mir geht's gut, alles okay. ich brauche einen kleineren Schraubenzieher. Wo habe ich den gelassen? Ist er hier? Moment. Ich habe ihn doch gerade erst benutzt. Wo um alles in der Welt habe ich ihn nur liegen lassen? Hannah, schau in deine Hosentasche. Meine Hosentasche? Oh, da ist er ja. Alles klar, zurück zur Arbeit. Garni? Ja? Woher wusstest du, dass er in meiner Tasche war? Oh, ich sah, wie du ihn reingesteckt hast. Garni ist sehr aufmerksam. Hannah! Hä? Ich komme noch zu spät zur Arbeit. Okay, ich komme. Oh. Einen Moment. Wondi hat immer mein Werkzeug gefunden, wenn ich eins gesucht habe. Ich erinnere mich. Tayo sagte... Garni ist irgendwie merkwürdig. Er ist neu, aber er macht alles perfekt und weiß alles. Hat Garni wirklich Wondis Erinnerung geerbt? Danke, Hannah. Bis bald. Tschüss, fahr vorsichtig. Ist Sito immer noch nicht da? Nein. Oh,
Oh, da kommt er ja. Hallo, Gani. Guten Morgen, Hana. Hi, Sito. Tut mir leid, dass du warten musstest. Ich musste mich um ein paar Notfälle kümmern. Ich verstehe. Also dann, auf zum Übungsplatz. Okay. Wartet mal. Hm? Oh, was ist denn? Sito, ist es okay, wenn ich heute mit Gani übe? Hana, selbstverständlich. Oh, das ist toll. Okay, Gani, los geht's zum Übungsplatz. Mhm. Hier entlang. Oh, okay. Viel Glück, ihr beiden. Was ist denn mit ihr los? Jetzt kann ich sehen, ob Gani wirklich Wondis Erinnerungen hat. Ah, Gani, warte mal. Hier entlang, Gani. Ja? Wow. Fahr bis zu dieser Linie. Schön langsam. Perfekt! Nun, das Video auf dem Bildschirm reagiert genau auf dich und deine Fahrweise. Starte das Video. Straßentestvideo startet. Wow! Probier jetzt, vorwärts zu fahren. Okay. Wow! Jetzt probier mal, rechts ranzufahren. Mhm. Siehst du, wie es funktioniert? Aha. Dann versuchen wir jetzt den richtigen Test. Wenn du fertig bist, wirst du bewertet. Bewertet? Mhm. Los mit dir, Gani! Ich komme. Wondi hatte immer die perfekte Punktzahl. Wird Gani es schaffen? Er ist schlechter als die meisten anderen Busse. Es tut mir so leid, Hana. Mach dir keine Sorgen. Das erste Mal ist immer schwer. Jetzt lass uns zur Trainingsroute fahren. Alles klar. Tayo, der kleine Bus. Er hätte den Test bestanden, wenn er Wondis Erinnerungen hat. Habe ich zu viel von ihm erwartet? Nun, ich gebe nicht so einfach auf. Üben wir, wie man Fahrgäste an einer Haltestelle abholt. Ich bin bereit! Ja! Wow! Du hast mich verpasst! Du musst etwas näher kommen. Juhu! Geschafft! Jetzt versuch, die Vordertür zu öffnen. Okay. Er ist schrecklich. Es tut mir so leid, Hana. Schon okay, schon okay. Du wirst besser, wenn du übst. Mach dir da keinen Kopf. Wollen wir in die Innenstadt fahren? Aber ich war doch noch nie allein in der Innenstadt. Schon okay. Ich komme mit. Okay, los geht's. Vielleicht hat ja Gani gar keine Erinnerungen von Wondi geerbt. Oh, die Tasche der Dame sieht schwer aus. Wir sollten sie besser mitfahren lassen. Oh! Gani, was ist los? Hana, ihre Tasche scheint sehr schwer zu sein. Können wir sie vielleicht mitnehmen? Hä? Gani hat dasselbe gedacht. Okay, klar. Guten Tag. Wie weit müssen Sie laufen? Ich muss zu dieser Kreuzung. Gut, dann nehmen wir sie bis dahin mit. Das müsst ihr wirklich nicht. Wir helfen gerne. Bitte lassen Sie mich die Tasche tragen. Oh, danke, junge Dame. Guten Tag. Hallo. So. Auf Wiedersehen. Tschüss, ihr beiden. Auf Wiedersehen. Und Dankeschön. Wondi hat Leuten wie ihr auch immer geholfen. Lass uns zurückfahren. Ja. Oh, warum steht der Verkehr still? Hey, was ist los? Alles okay? Ich bin liegen geblieben. Es tut mir leid. Hanna, das Auto vor uns ist stehen geblieben. Gani, lässt du mich bitte aussteigen?
Bist du okay? Ich weiß nicht warum, aber ich kann mich nicht bewegen. Darf ich es mir ansehen? Gern. Das scheint wohl das Problem zu sein. Aber ich weiß, dass ich es reparieren kann. Hannah? Ha? Ja? Ich glaube, wir blockieren die Straße. Wir sollten rechts ranfahren und ihn reparieren. Oh, ja. Du hast recht. Ha? Das muss hier hin und... Hallo, Hannah. Oh, hallo, Wondi. Bist du am Arbeiten? Ja. Übrigens, schau mal dorthin. Du bist bei Reparaturen immer so konzentriert. Du bemerkst nichts anderes. Nun, fahr jetzt bitte rechts ran. Stimmt etwas nicht, Hannah? Es ist nichts. Sie haben definitiv etwas gemeinsam. Ich brauche meine Werkzeuge, um ihn zu reparieren. Gani, kannst du meinen Werkzeugkoffer vom Depot holen? Gern. Bin gleich wieder da. Vielen Dank. Oh, warte. Gani kennt den Weg zurück zum Depot nicht. Gani, komm zurück. Du kennst den Weg nicht. Oh, warum habe ich ihn nur darum gebeten? Hannah! Ha? Gani! Kommst du vom Depot? Aha. Die Werkzeugkiste ist neben der Tür. Du hast sie gefunden? Wow, es stimmt. Erstaunlich. Er hat Wondis Erinnerungen. Du bist fertig. Vielen Dank. Okay, tschüss dann. Okay, tschüss. Gani, sag mal, woher wusstest du den Weg zurück zum Depot? Also, ich weiß nicht. Schon okay. Du musst es nicht erklären. Ich glaube, ich weiß es schon. Was meinst du? Nun, du erinnerst mich halt an einen Bus, den ich mal kannte. An wen denn? Naja, er ist jetzt im Ruhestand. Er war ein warmherziger, fleißiger Bus, den jeder über alles liebte. Wow! Eines Tages wirst du auch ein fantastischer Bus sein. Wie er. Wirklich? Natürlich. Aber davor musst du viel an deinem Fahren üben, damit du besser wirst. Du musst deine Punktzahl erhöhen, wenn du arbeiten willst. Okay. Fahren wir zurück zum Depot und üben wir noch etwas. Okay, Hannah. Okay, los geht's. Los geht's! Dank Gani fühlt sich Hannah, als wäre sie mit einem alten Freund vereint.